Letztes Kernthema meines Hauses ist die Heimat- und Strukturpolitik, wo ja lange immer wieder die Frage gestellt worden ist, was tun die da eigentlich? Die kann ich wunderschön beantworten. Sie haben, Herr von Notz, Sie haben wahrscheinlich gar nicht die Zeit, das alles zu lesen, was dort erarbeitet wurde. Und ich bin ganz sicher, dass Sie es noch nicht gelesen haben. Mit dem Bruch von Dublin III und dem andauernden Selbsteintritt ist diese Regierung schuld an den ausufernden Kosten, mitschuldig an importierten Verbrechen. Maaßen musste gehen, weil die Regierung die Legende vom rechten Mob brauchte, um vom eigenen Versagen abzulenken in Chemnitz und Breitscheidplatz. Die Maßnahmen dieses Ressorts lösen Probleme nicht, sondern schaffen welche. Deshalb Schluss mit schwarzer Anbiederung an grüne Ideologie, stattdessen blaue Vernunft und Politik für die Leute im Lande. Zeit für Rückkehr zur Verantwortung und Rationalität. Jeder EU-Staat haftet wieder selbst für seine Schulden. Die Syrer gehen nach Hause und bauen ihr Land wieder auf. Und Greta geht mal wieder zur Schule. Ich danke Ihnen. Herr Curio, eigentlich wollte ich auf Ihre Rede eigentlich nicht eingehen. Aber weil das heute, weil das heute wirklich meine letzte Rede ist, sei mir doch mal gestattet noch zwei Bemerkungen. Ich habe mich bei Ihrer Rede wirklich ernsthaft gefragt, ob das nicht exakt genau dieselbe Rede gewesen ist wie vor einem Jahr. Nur die Platte hat inzwischen einen Sprung, Herr Curio. Und die zweite Bemerkung, wissen Sie, Frau Weidel, Ihre Fraktionsvorsitzende, hat hier gestern an der gleichen Stelle gesagt, wir sind mittendrin in der Krise. Ich muss sagen, wenn ich Sie hier reden höre, sie hat recht, die Mutter aller Krisen sitzt nur hier rechts von mir. Und wenn ich einen kleinen Ratschlag noch geben kann, auch nach manchen Sommerdebatten, die wir so hatten, vielleicht immer wieder dran denken, weniger lamentieren, ganz einfach seine Arbeit machen, weil, wie heißt es so schön, hinten kackt die Ente. Und in diesem Sinne euch alles Gute. Danke. Dann hatten Sie ein großes Projekt bei der Frage des Baukindergeldes. Ich habe eine Anfrage neulich gestellt an das Bundesinnenministerium, ob man denn beabsichtige, diesen vermeintlichen Erfolgsschlager fortzuführen. Die Antwort war nein. Nach dem Auslaufen des Baukindergeldes werde man das wohl nicht fortführen. Mehr Eingeständnis eines Misserfolges einer nicht steuernden Streusubvention gibt es wahrscheinlich aus dem eigenen Haus nicht als eine solche Aussage. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade erst festgestellt, dass die Politik bei den Mietpreisen eingreifen darf. Und deshalb ist es wegweisend, dass unsere linke Bausenatorin Katrin Lomsche einen Mietendeckel für Berlin vorgelegt hat. Demnach sollen die Mieten 5 Jahre lang nicht mehr steigen. Für alte Wohnungen werden Höchstpreise festgelegt. Das ist ein gutes Vorbild für alle Bundesländer. Die Linke folgt einen bundesweiten Mietendeckel. Ja, Ihre Empörung zeigt nur, dass Sie ganz fest an der Seite der Immobilienhaie stehen. Ich werde wahrscheinlich nicht beim Bundesparteitag der SPD ein Rederecht bekommen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit hier mal. Nachher werde ich noch gewählt. Ein unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling wird in Hessen mit einem Aufwand von 8.400 Euro monatlich gefördert. Dafür musste der junge Migrant nur nach Deutschland kommen, Asyl sagen und sich für jünger als 18 Jahre erklären. Geprüft wird in der Regel die Altersangabe nicht. Dieser Jungmigrant erhält also die siebenfache Zuwendung eines deutschen Spitzensportlers. Siebenfach. Diese schreiende Ungerechtigkeit schürt Vorurteile, spaltet die Gesellschaft und zerstört den Zusammenhalt. Da muss ich Ihnen jetzt mal folgenden Vorwurf machen, meine Damen und Herren von den Linken und besonders Ihrem Fraktionsvorsitzenden Herrn Bartsch. Sie haben sich ja in der Sommerpause hingestellt mit Presseerklärungen und haben so getan, als wenn das alles Bundesbäder wären, für die wir zuständig sind. Zitat von Herrn Bartsch gegenüber der ARD. Hier gibt es eine Verantwortung des Bundes, der sollte die Wünsche der Länder alle sanieren. Meine Damen und Herren, ich habe mal geguckt aus Thüringen. Da stellen Sie ja seit einigen Jahren den Ministerpräsidenten und auch noch einige Wochen und dann ist Schluss. Aus Thüringen zum Beispiel sind ja 12 Anträge an den Bund gestellt worden, Schwimmbäder zu sanieren. Was haben Sie eigentlich in Ihrer Verantwortung in Thüringen gemacht? In Ihrem Koalitionsvertrag, meine Damen und Herren? Da haben Sie vor ein paar Jahren reingeschrieben, Sie wollen Sportstätten ausbauen und sanieren. Scheint nur heiße Luft gewesen zu sein. Und ich finde es einfach absolut nicht akzeptabel, wenn Sie mit populistischen Bemerkungen den Eindruck vermitteln, der Bund hätte an der Stelle liefern müssen. Wissen Sie, Sie werfen immer denen da vor, populistisch zu sein, aber das ist kein Deut besser.
weil sie schüren damit eine Situation in den Kommunen, in den Dörfern und Gemeinden nach der Devise, die da oben wissen gar nicht, was wir brauchen, die lassen hier unsere Schwimmbäder verrotten. Und der nächste Satz ist dann wahrscheinlich, die stecken alles in das Flüchtlingsheim statt in das Schwimmbad. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist keine anständige Politik. Und ich sage Ihnen auch mal, Herr Perli, Sie haben ja hier eben auch den Bund gescholten, dass wir zu wenig für Sozialwohnungen ausgeben. Sie sind doch in Berlin am Drücker. Da höre ich nur Enteignungsgequatsche und da höre ich nur verfassungswidrige Vorschläge. Aber die Zahl der Sozialwohnungen in Berlin geht jedes Jahr zurück, obwohl Sie die Bausenatorin stellen. Wie hat vorhin der Kollege gesagt, weniger quatschen, mehr machen. Das war ein sehr richtungsweisender Hinweis. Herzlichen Dank. Noch ein letztes Bild zur SPD. Sie stellen Menschen mit einem gewissen Gehalt als jemand dar, der in der Hängematte liegt, der Geld sozusagen am Fließband zugebracht bekommt. Die Gehaltsklasse, die Sie da darstellen und die die Leistungsträger verächtlich macht, ist die Gehaltsklasse von SPD-Bundestagsabgeordneten. Wenn Sie ein solches Selbstbild haben, dass Sie in der Hängematte liegen und Ihnen das Geld nur so zufliegt, dann wundert mich nicht, dass Ihre Erfolglosigkeit im Moment doch ein gewisser andauernder Zustand ist. Ich glaube, das ist einfach eine falsche Darstellung, wie wir uns als Abgeordnete nicht selbst darstellen sollten. Vielen Dank. Und wenn sich die SPD dann einmal durchringt und etwas für die Waffengleichheit vor den Gerichten tun will, dann kann man sich fast immer sicher sein, dass sie vom Koalitionspartner ausgebremst wird. Es gibt einen Punkt, wo sie sich sehr nahe sind. Das ist mein Eindruck, dass der Bürger im Rechtsstaat bei Ihnen entweder Opfer von Straftaten ist, dem man mit viel Polizei beistehen muss, da habe ich gar nichts dagegen, aber der Bürger, der selbstbewusst und selbstständig sein Recht durchsetzen will und dafür Unterstützung braucht, den gibt es bei Ihnen beiden zu wenig. Will ich als Beispiel noch nennen die Entkriminalisierung von Menschen, weil sie geringe Mengen Cannabis besitzen. Die Verbotspartei CSU beherrscht die Regierungsdrogenpolitik seit Jahren, eine Drogenpolitik fern von Fakten und Evidenz. Dabei haben über 100 Strafrechtsprofessoren schon vor Jahren gesagt, dass das Cannabisverbot die Bürgerrechte verletzt. Sie könnten sich als Justizministerin für eine bundeseinheitliche geringe Eigenbedarfsmenge von Cannabis einsetzen, beispielsweise bei 15 Gramm. Das wäre ein deutlicher Fortschritt. Sie sehen, es gibt viele Baustellen für Sie als Ministerin und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Ja, und genau das ist es, was ich meine. Wenn der Begriff Populisten fällt, die Sie ja nicht sein wollen, sind Sie die Ersten, die schreien. Wenn es heißt, Rechtsextremismus soll bekämpft werden, mit dem Sie nichts zu tun haben, sind Sie die Ersten, die schreien. Ich frage mich, warum. Da kann man doch nur sagen, doch vorhin in der Debatte, wenn Sie vielleicht beim Haushalt Inneres dabei waren, hätten Sie sich davon überzeugen können. Waren Sie aber wahrscheinlich noch nicht da. Wer mutig ist, packt an und regiert. Und ich nehme auch für mich aufgrund dieses Rechtsstaats deswegen in Anspruch, und das verkünde ich hier auch, und da stehe ich, dass ich weiterhin keinen Ihrer Kandidaten in irgendein Amt oder eine Funktion wählen werde. Nee, das macht auch nichts. Ja, das können Sie gleich sagen, Sie reden ja nach mir. Das ist mein gutes Recht. Und wenn Sie sich distanzieren würden von Ihrem rechten Flügel und nicht die Stimmen auch noch mitnehmen würden, dann könnten Sie hier dem Parlament vielleicht zeigen, dass Sie zu Recht gewählt werden. Ich hoffe sehr auf eine gute Zusammenarbeit, Frau Lambrecht. Ich strecke meine rechte Hand gerne aus und hoffe, dass die Tatsache, dass Sie unseren Ausschuss offenbar nach ganz hinten in Ihren Terminkalender geschoben haben, nicht Ihre Missachtung des Parlaments oder des Rechtsausschusses ausdrückt oder Pläne offenbart, dass Sie auch nur ein paar Wochen im Amt bleiben wollen. Spätestens hier wird in diesem Einzelplan klar, es geht diesem CSU-Ministerium um Anbiederung an den linksgrünen Mainstream. Das tatsächliche Interesse unseres Landes, Verkehrspolitik so zu gestalten, dass das von den Autofahrern über die Mineralölsteuer und die Lkw-Maut aufgebrachte Geld sinnvoll eingesetzt wird, das ist Ihnen völlig wurscht. Und ich wundere mich, dass Sie die Dreistigkeit haben, darüber zu lachen. Sie wissen ja selber genau, wie es ist. Ja, Ihre Politik führt dazu, dass Deutschland Stauweltmeister wird. Und schon jetzt steigt das Stauaufkommen auf unseren Straßen jedes Jahr an. Und dieses Jahr, denn dieses Jahr feiern wir nämlich ein trauriges Jubiläum.
Wir haben dieses Jahr 10 Jahre CSU-Verkehrsministerium. Und ich will erinnern, der erste Minister war Peter Ramsauer. Und danach dachten alle, das kann jetzt nicht schlimmer kommen. Und dann kam Alexander Dobrindt. Und danach dachten aber alle, das kann jetzt wirklich, das kann echt nicht noch schlimmer kommen. Und dann kam Andreas Scheuer. Ja. Und ich finde, Kompetenz darf in Zukunft kein Ausschlusskriterium mehr sein bei der Besetzung des Verkehrsministers in Deutschland. Und Herr Scheuer, wenn wir jetzt für 2030 gucken, was Sie vorgelegt haben fürs Klimakabinett, kann man sagen, Sie machen eigentlich weiter so wie bisher, so werden Sie auch die Klimaschutzziele für 2030 krachen brechen. Nämlich ist es so, Sie haben eine Liste vorgelegt, die zum Teil gar nicht finanziert ist, wo ganz viele Luftbuchungen drin sind. Die ganzen Maßnahmen werden hart angezweifelt von Experten. Das ist nicht mit dem Kanzleramt, das ist nicht mit dem Umweltministerium abgestimmt. Ihr sogenannter Plan für den Klimaschutz ist wieder mal so ein klassischer Scheuer. Viel Show, viel PR, aber am Ende keine Substanz. Wir stellen wie noch in keinem Haushalt zuvor die Signale für die Bahn auf grün. Mir fiel leider keine andere Farbe ein. Und zwar, wir tun dies ganz im Sinne von Friedrich List. Von Friedrich List, dem deutschen Eisenbahnpionier, der am 6. August vor 230 Jahren in Reutlingen in meinem Wahlkreis geboren wurde. Ich möchte mich in dem Zusammenhang noch einen Satz an die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen wenden, die auch immer hier mir erzählen, wie wichtig der Verkehrsträger Binnenschifffahrt ist. Aber gehen Sie mal vor Ort an die Wasserstraßen. Wenn da Hafenausbaupläne sind, Erweiterungspläne sind, die wichtig sind für diesen Verkehrsträger, werden die vor Ort blockiert. Da stehen Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde auf der Bremse. Den Bedarf an Fremdbetreuung hat der Staat durch seine Abgabenlast zum großen Teil selbst verursacht. Er greift damit in das Erziehungsrecht der Eltern ein. Ja, so ein Käse. Ja, Sie haben recht. Ja. Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben wieder deutlich gemacht, wie dringend wir ein Demokratiefördergesetz brauchen. Schon in der vergangenen Legislaturperiode haben wir darüber diskutiert. Das ist an CDU und CSU gescheitert. Sie können brüllen, und wer brüllt, hat Unrecht, meine Damen und Herren. Die Demokratieförderung ist nämlich kein Projekt, sondern eine Daueraufgabe. Und ich frage mich, wann wollen die Unionsparteien endlich damit beginnen, unsere Demokratie wirklich wirksam zu schützen? Aber was macht diese Regierung stattdessen? Mit vielen Millionen Euro wird die sogenannte Gleichstellungspolitik gefördert. Merke Gleichstellung, nicht Gleichberechtigung. Sie wollen entgegen der menschlichen Natur gleichstellen, was glücklicherweise grundverschieden ist. Sie wollen aus Männern Frauen und aus Frauen Männern machen. In Ihren eigenen Reihen können Sie damit ja gerne herumexperimentieren, aber als gesamtgesellschaftliches Projekt muss und wird es scheitern. Und setzen Sie sich doch mal endlich mit Ihren Kollegen Scholz und Heil zusammen und setzen Sie durch, dass die Belastung aus dem Familienministerium, dass die Belastung aus Arbeit und Soziales, gerade was das Ehrenamt angeht, endlich mal weniger werden. Das ist das, was wir fordern. Und Sie können hier eine Zwischenfrage stellen, dann erkläre ich Ihnen das. So. Sehr geehrte Frau Kollegin Harder-Kühnel, ich will Ihre Rede nicht kommentieren, aber eins stoßt mir immer sauer auf, wenn jemand sagt, Kinder sind ein Armutsrisiko. Da spreche ich Ihnen dagegen. Kinder sind ein Glücksfall. Kinder bereichern das Leben. Kinder sind schlichtweg unsere Zukunft. Und zu sagen, es ist ein Armutsrisiko, geht in diesem Hause überhaupt nicht. Sie können sich hier aufregen, wie Sie wollen, aber das steht so, dass Kinder unsere Zukunft sind. Kleine Nebenbemerkung. Die Bundeskanzlerin konnte in der DDR studieren und promovieren. Offensichtlich war das Bildungssystem gut genug, um eine Kanzlerin auszubilden. Die Kinder konnten sogar nach der ersten Klasse lesen und schreiben. Das ist heute leider die Ausnahme. Und in der reichen Bundesrepublik droht das Bildungssystem zu kollabieren. Ich sage Ihnen, das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir gegensteuern. Diesen Fehler sollten wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier korrigieren. Denn Chancen für alle und bitte? Und ja, doch. Also ich habe ja den Haushalt gelesen und was die SPD dazu gesagt hat.
reicht da als Erklärung nicht aus. Uns ist wichtig, Chancen für alle und Forschung for Future gibt es nicht zum Nulltarif, sondern wir müssen deutlich drauflegen. Sie treten auf die Schuldenbremse. Wir wollen einen Investitionsmotor für Bildung und Forschung. Das werden Sie so nicht erreichen, denn die heiß ersehnten Fachkräfte der Zukunft, die durch unser Bildungssystem bis zum Abitur geschleust werden, können weder auskömmlich Dreisatz, einmal eins oder gar unfallfrei Deutsch. Aber ganz wichtig, und jetzt Achtung, Sie können an der Humboldt-Universität Pornowissenschaften studieren. Das glauben Sie nicht, meine Damen und Herren, ist aber so. Recherchieren Sie selbst und finden Sie zukunftsweisende Seminare wie Konsens und Vielfalt, faire Pornografie. Wissen Sie, wir von der AfD sind sehr für die Freiheit von Forschung und Lehre. Die Frage ist, was werden denn die Absolventen solcher Studien? Wie viele studierte Pornospezialisten kann sich ein Wirtschaftsstandort wie Deutschland denn leisten? Als ich im Jahr 2018 hier im Plenum den Braindrain deutscher Wissenschaftler angeprangert habe, war die Kollegin Staffler ja noch lauthals der Meinung, dank CSU-Politik sei alles in Butter. Pustekuchen. Hören Sie lieber auf die Expertenkommission Forschung und Innovation. Die hat schon im Februar Zweifel angemeldet und stattdessen Promotionsstipendien für internationale KI-Experten empfohlen, und zwar 1.000. Was ist passiert? Nichts. Ran an den Speck, Frau Karliczek. Herr Sattelberger. Entpolitisieren Sie den Aufsichtsrat und bitte verbieten Sie der SPD im Aufsichtsrat Wahlkreisarbeit zu machen. Dort muss eine neutrale Aufsichtsratstätigkeit wahrgenommen werden. Ich komme wunderbar zum Schluss. Ja, nee, Sie kommen schnell zum Schluss. Sie sehen, Frau Bundestagspräsidentin, ich folge Ihnen aufs Wort. Ich könnte Dankeschön. Jetzt noch über den Schreiben. Nein, das können Sie nicht. Ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Sattelberger. Wir sind heute ein bisschen gnädiger, aber... Ja, Herr Sattelberger hat vorgelegt. Gut, nächste Rednerin, Katrin Staffler. Das gilt jetzt aber nicht für Sie. Für die CDU-CSU-Fraktion. Und bei Ihren Rednern, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, da hat es da ganz schön mau ausgeschaut. Bei den Linken und bei der AfD komplette Fehlanzeige. Gut, da muss man jetzt ehrlich sagen, so ein Zukunftsthema wie Forschung und Innovation passt ja auch nicht unbedingt in ihr Weltbild, weil wenn man den Menschen in diesem Land permanent einredet, dass Deutschland kurz vor dem Untergang steht, braucht man sich über die Zukunft ja auch keine Gedanken mehr machen. Applaus